Recht herzlich willkommen zur 29. Folge von Stellaris. Ja, wir wollen zusehen, dass wir hier mal weiterkommen mit dem Einfluss. Ja, da müssen wir hier reingehen und mal gucken, dass wir Rivalität machen. Hadam Kooperative steht da jetzt, das habe ich ausgewählt schon. Hier gibt es Diplomatie und wir können hier Rivalität erklären. So. Dann geht das hier um 100, die Beziehung da. Und bestätigen, dann geht unser Einfluss hoch. So, das ist der erste dann. Und dann haben wir natürlich, warte, wir müssen mal hier reingehen, da mach den mal zu. Das waren direkt unsere Nachbarn hier, wie man sieht. Und ich glaube, wir können dieses Reich hier, Union of Iliant oder so ähnlich, und Von Orak Interplanetary Authority. Die beiden, würde ich mal sagen, machen auch noch zu Rivalen. Union of Iliant und Warnock, müssen wir gleich gucken. Union. Ah, das sind die Rechten. Diplomatie, Rivalität erklären und bestätigen. Und schon sind wir hier auf 0. Und jetzt brauchen wir noch ein drittes. Union of Iliant oder so ähnlich. Union of Iliant ist das. Diplomatie, Rivalität erklären. Geht dann nicht mehr, oder was? Entweder es geht nicht, weil wir, sag schon, 20 noch minus, weil wir zu United Tendrakian Ekomoni, die zu klein sind oder so, keine Ahnung. Komm, machen wir erstmal dahin. Ja, da geht's auch mit. Zack, Rivalität erklären und dann geht's hier auch schon ins Plus. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir das steigern. Können wir noch eine Rivalität erklären? Ne, dort weg. Damit das schneller hochgeht, ne, oder? Ist das hier? Nach Ihrer Meinung sortieren. Ja, das wäre mal eine gute Idee eigentlich, oder? Die. Diplomatie mit denen. Ah, das haben wir schon gemacht. Okay. Also da müssen wir runterscrollen. Ich glaube, die anderen haben wir alle, bis auf die vielleicht noch nicht. Da können wir das auch noch machen. Aber das geht bei denen nicht. Wir haben einen Nicht-Angriffspakt mit denen, okay. Wäre schön, wenn wir ein bisschen mehr hätten, ne? Die haben wir noch nicht entdeckt. Was mit denen? Nicht-Angriffsversprechen schließen, Defensivabkommen schließen. Rivalität können wir mit denen jetzt noch nicht machen, weil wir wahrscheinlich zu viel Positives mit denen da veranstaltet haben. Na, gucken wir mal. Ja, wenn die Meinung vielleicht groß ist, das ist natürlich dann auch mit der Rivalität vielleicht nicht gegeben. Okay, aber wir haben ja erstmal das erreicht, was wir wollten. Wir bauen zwar nur 0,2 auf, aber wir bauen erstmal was auf. Das ist ja schon mal was, oder? Wer sind die Kleinen hier? Ja, da könnte man dann so dahin auch. Gut. Karte, da ist auch noch sowas, aber das kann man nicht sehen, okay. Steht da jetzt kein Name bei, das ist wohl erkannt, dass da was ist, aber ah, da steht sogar jetzt was, Kingdom of Ira Obas, okay. Und da oben die sind Galactics zu, lass mal, jetzt ist okay, erstmal, ne. Gut, dann haben wir das auch schon mal ein bisschen verbessert. Galaxiekarte schließen. Ne, können wir gleich wieder aufmachen, weil wir irgendwo an der falschen Ecke da sind in der Galaxie. Mehr als das. Das sind Alienschiffe. Und da sind wir. Warte mal, wir können mal hier gerade erstmal weiterlaufen lassen. Ne? So, was müssen wir tun, damit es besser wird? Hier ist immer noch Minus. Wir machen immer noch kein Plus auf dem monatlichen Zugewinn. Das ist schlecht. Warte mal, hier kommen jetzt ganz viele Nachrichten rein. Vielleicht bauen wir die mal gerade ab hier oder gucken, was das ist. Knappheit Energiecredits ist klar, kennen wir gerade. Negative Bilanz kennen wir auch. Unruhen auf drei Planeten, das ist ganz schlecht. Da ist ein inaktives Gebäude, haben wir schon lange. Nicht ausgegebene Staatselementpunkte, wo sind die denn? Ah.
Okay. Dann ist es wahrscheinlich da, oder? Technokratie, oh. Einflusskosten, ja, super. Jetzt kann ich da nicht hochrollen. Okay, da geht's. Ja. Können wir nicht über kein Geld haben? Ja, und der Rest ist. Vasall erstellen. Ohne Effekte. Dem Schwarm ergeht nichts. Ja, die Punkte haben wir nicht ausgegeben, steht da, aber sorry. Wir können hier nichts machen. Und wenn wir hier das machen wollten, das geht aber nicht, weil wir hier definitiv diese Punkte nicht haben. Glaube, das ist nicht möglich dann. Nicht ausgegebene Staatselementpunkte. Ja, aber wo sollten die sein? Eigentlich hier. Oder kann ich die trotzdem machen? Nee, da steht ja Reform, bitte nicht weiß, ne? Ach so. Jetzt ist das schon ausgewählt. Aber. Monatlicher Einfluss plus 1 wäre das jetzt. Ach, da haben wir sogar 2 Punkte jetzt noch über. Und davon können wir nur die Grünen wahrscheinlich machen, oder? So, Forschungsalternativen. Okay. Unruhe minus 20. Polizeistaat. Naturschützer. Konsumgüterkosten. Das würde ich ja schon mal machen wollen, ne? Und das können wir nicht, weil wir die 250 Punkte nicht haben. Das bedeutet, Pause raus und Punkte aufbauen, ne? Wer ist das jetzt hier? Die Rivalen, ne? Ne, das ist ja noch nicht mal unser Reich. Hier ist unser Reich. Ja, gut. Da ist die First Strike Force. Wir haben auch ein Kolonieschiff. Das würde ich ja mal eigentlich ganz gerne hier oben hinbringen, ne? Sieht so aus, als ob das funktionieren könnte. Aber wir können nicht kolonisieren, denke ich mal, oder? Weil wir nicht diese Einflusspunkte dann wieder haben, ne? System erkundet. Wo? Hier? Also ja, das war hier sogar die Welt, ne? Die bewohnbar ist. Das mach weg. Ah, komm, machen wir mal eine Zustimmung raus. Grenzen wurden geschlossen. Ist jetzt nicht wichtig. Defensiveinkommen machen wir auch. Technologie erforscht. Und hier gibt es noch was. Galactic Nomads. Ja, kenne ich nicht. Haben unsere Sprache übersetzt. Interessant. Na, machen wir das so, oder? So, neue Forschung. Ermöglicht Abbau von Lithurgas. Okay, Bergung der Spektralanalysegitter. Erkundungsgeschwindigkeit plus 15 und Mechanik automatische Erkundung. Ja. Reichsmodifikator-Forschungsalternativen. Was steht hier? Introspektive Priorisierung, selbstbewusste Logik. Ich glaube, wir nehmen das. Auto erkunden ist gut.
Was wollen die? Nee. So ist jetzt angehalten. Was, die wollen bei uns ein neues Zuhause? Nee, will ich nicht. Oh, da gibt es 40 Einfluss für. Komm, das machen wir. Egal, sollen die doch dahin gehen. Jetzt haben wir hier 40 plus gemacht und insgesamt machen wir 0,3 minus. Du glaubst es nicht. Lasst uns diese Scharade. Ja, super. Hitzel. Nee, das war die falsche Taste. Da muss ich hin. Hitzel war hier irgendwo, ne? Oder? Da ist Hitzel. Ja, weißt du nicht. Haben wir da jetzt eine ideale Lösung gefunden? Ich glaube eher nicht, ne? Aber ist egal. Und jetzt werden die. Oh. Naja. Na mein Galactic League. Ja, nicht Angriffspakt ist schon okay so. So, aber wir haben wieder 0,3, das heißt, wir können wieder hier irgendwas machen, was. Da sind wir schon Rivalen. Das können wir nicht machen. Doch, da Rivalität ist auch schon drin. Ja, das war falsch. Hier runter scrollen, der dritte. Rivalität beenden bringt uns auch nichts. Das war wieder falsch. Einfach nur runter scrollen, dann sind wir schon richtig. Rivalität erklären. Wenn man einen Nicht-Angriffs. Ja, super, ne? Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal hier rein. Geht nicht. Können nicht Rivalen werden. Tja, hier können wir auch nichts machen. Ist ja echt schade, dass wir das jetzt hier nicht hochkriegen, ne? Und das geht dann auch nicht. Ich kann gleichzeitig nur drei Rivalen haben. Und dann habe ich hier noch einen Malus. Das ist doch nicht wahr, oder? Ja, super. Da kannst du auch machen, was du willst, da kommst du auch nicht voran dann, ne, oder? Ja. Forschungsschiff, Konstruktionsschiff, Kolonieschiff, Forschungsschiff. Das werden wir jetzt mal auflösen, weil wir können es uns doch nicht alles leisten. Interessanterweise ist jetzt hier ein großer Batzen Plus. Hier ist noch 0,3 minus. Kriegen wir auch nicht auf die Reihe.
Was haben wir hier? Ja, da geht es irgendwo vielleicht weiter, ne? Da. Okay. Hier könnte man was machen, oder wie? Wo ist denn das Forschungsschiff zurzeit? Projekt erforschen. Wurde bereits erforscht. Schön, oder? Bewohnbare Erden erkunden 7 von 8. Okay, das ist bald abgeschlossen. Rücktrittsantrag. Interessant. Oh, das hört sich nicht gut an, ne? Ja, gucken wir mal gerade. Unruhe auf zwei Planeten, das ist schon mal einer weniger. Negative Bilanz ist wieder da. Okay, das ist nur eine Info, ne? Das glaube ich auch dann. Und Projektor. Anfrage können wir auch wegmachen. Gut, okay. Ja, wir müssen gucken, dass wir irgendwie immer noch hier, sag schon, den Einfluss steigern können, obwohl da gerade 98 steht und ich weiß nicht, warum jetzt der 98 plus mit mal ist. Keine Ahnung. Durch Rivalität plus 2, Außenposten minus 5. Defensivabkommen, na, wir müssen mal gucken, dass wir irgendwas ausmachen oder sowas noch. Das gucken wir uns aber in der nächsten Folge wieder an. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.